Hallo ihr Bike-Tuner, ich möchte euch heute das Red-Pad für die PWX-PWS E-Motoren des Jahres 2019 zeigen. Hier anhand vom Display A und der Android-App auf dem Samsung S9 mit Android 9. Zunächst einmal, wenn Sie das Modul eingebaut haben und das E-Bike gestartet haben und die App auch gestartet haben, dann sehen Sie, müssten Sie das Modul hier finden. Es wird dann hier in der Liste angezeigt und mit einem Tipp darauf kommt dann ein Dialog und da steht: Bitte koppeln im Bluetooth-Menü und dann Bluetooth neu starten. Das heißt, das Modul hat einen PIN und ohne den können Sie nicht darauf zugreifen. Jetzt drücke ich mal auf Koppeln und hier sehe ich auch bei verfügbaren Geräten Redpad. Und dann muss ich 6 mal die 0 eingeben. Das ist der Werks-PIN. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wenn das geklappt hat, steht hier bei gekoppelten Geräten Redpad. Und jetzt ist aber das Bluetooth-System mit dem Chip verbunden. Das heißt, Sie müssten jetzt die Verbindung trennen, indem Sie Bluetooth ausmachen und wieder anmachen. Und dann können Sie hier auf Zurückgehen in die App. Und dann sehen Sie hier das Redpad und wenn Sie dann draufklicken, dann verbindet es sich. Sie sehen jetzt hier den Tacho im verbundenen Zustand. Da oben ist die Statuszeile, die nicht verschwindet beim Scrollen. Verbunden ist der Name des Moduls und Tuning ist zurzeit an. Sie sehen hier dann eine Tabelle mit vier Spalten und 5 Reihen. Und das erklärt sich schon fast von selbst. Geschwindigkeit, Kurbeldrehzahl, Kurbeldrehmoment, Fahrerleistung und Motorleistung. Immer der aktuelle Wert, Mittelwert oder maximale Wert. Hier unten der Akkuladestand. Akku-Prozent pro Kilometer, also jetzt über die letzten 10 Kilometer gemittelt. Das heißt 1,9% Akku pro Kilometer. Reichweite 32 Kilometer, Fahrzeit 22 Minuten, Zyklen 10, Kilokalorien 57, Strecke, Tagesstrecke und Gesamtstrecke. Diesen Tacho können Sie jetzt individualisieren, indem Sie entweder die Farben ändern, der Reihe, mit einem kurzen Klick auf dieses Label. Hier auch auf Akku-Label, hier kann man alles ändern. Das wird auch gespeichert. Das heißt, Sie müssten das jetzt noch einmal individualisieren und dann können Sie auch das weiter benutzen. Oder Sie verstecken Werte, indem Sie lange auf das Label drücken. Also jetzt will ich zum Beispiel den Reichweite-Wert löschen, verstecken und dann drücke ich hier auf Kilokalorien. Dann verschwindet es auch. So kann ich alles verschwinden lassen. Oder hier die Reihe oder hier die Spalte. So. Wenn ich jetzt die Verbindung trenne und mich wieder verbinde, dann bleibt es so, wie es ist, eingestellt wurde. Und wenn ich jetzt auf Reset klicke, dann hier unten, dann ist alles wieder im Anfangszustand. Hier unten kann ich noch die Textgröße ändern. Das heißt, ich kann es für verschiedene Bildschirmgrößen anpassen. Das E-Bike ist jetzt ausgegangen. Das heißt, die Verbindung wird gleich getrennt. Und wenn ich das E-Bike anschalte, dann geht es natürlich weiter. Wird es wieder verbunden. Den Tacho kann man jetzt zurücksetzen, indem man entweder hier den Button Tacho Reset drückt. Oder über das Display ganz normal ein Reset macht, indem man hier beide Buttons drückt. Und dann sehen Sie, hier wird es zurückgesetzt und hier wird auch alles zurückgesetzt, außer natürlich die Gesamtstrecke, Zyklen, Reichweite, Akku. Bevor Sie das Modul einbauen, schauen Sie bitte, wie hoch der Gesamtkilometerstand ist und geben Sie ihn dann bitte hier in der App ein, und zwar indem Sie lange auf den Wert der Gesamtstrecke drücken und dann müssen Sie hier in Kilometer eingeben, zum Beispiel 300,
Und dann ändert es sich hier im Display und auch in der App. Und dann wird ab 300 wieder gezählt. Wenn Sie die Akkuzyklenanzahl kennen, können Sie sie ebenfalls ändern, indem Sie lange auf den Wert drücken und dann den Wert eingeben. Jetzt komme ich zu den Einstellungen. Die Einstellungen kann ich ausblenden, indem ich hier den Button drücke. Dann kann ich auch nicht mehr scrollen, je nachdem wie groß die Textgröße ist. Aus. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf eintippe, dann erscheint es hier unten. Der erste Slider, mit dem kann man einstellen, wie schnell man fahren will. 15 km/h bis 75 km/h. Natürlich real sind es dann maximal meistens 50 km/h. Also mit diesem Motor PWSE schafft man 45 km pro Stunde mit dem originalen Kettenblatt. Hier bei den Buttons Tuning Aktivierung mit der App kann ich jetzt einstellen, ob das Tuning beim E-Bike Start angeht oder nicht. Zum Beispiel hier Tuning für eine Fahrt an, dann ist das Tuning an. Und wenn ich das E-Bike jetzt neu starte, dann ist es aus. Und wenn ich jetzt Tuning immer eindrücke, dann ändert sich hier oben der Button nicht und das Tuning ist immer weiterhin aus. Aber wenn ich jetzt neu starte, dann geht das Tuning an. So. Darunter habe ich mit diesen Buttons die Möglichkeit, die Tuning-Aktivierung mit dem E-Bike zu machen. Hier Modus High, Modus Off, Licht. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Plus gebe, bis zu 10 Mal, Modus auf High mache, stelle. Sie sehen oben, das wird hier aufgegraut, Tuning-Aktivierung mit der App. Das heißt, ich kann hier auch nichts mehr drücken. Das heißt, ich muss das jetzt hier über das Display machen. Die Einstellung hier wird gespeichert, das heißt, das geht dann auch ohne App, muss man dann noch immer hier über das Display machen. Also jetzt Modus High 10 Mal, da hinten ist der Zähler, da wird gezählt, wie oft ich das aktuell gemacht habe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Sie sehen, das wird grün. Tuning ist an. Wenn ich jetzt das E-Bike neu starte, müssen Sie das wieder wiederholen. Die maximale Kombination ist alles 10 Mal. Also Modus Off. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Licht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann ist das Tuning an. Zwischen den Events, also zwischen dem Modus High und dem Licht-Button drücken, dürfen maximal 5 Sekunden vergehen, sonst werden die Zähler alle wieder auf 0 gesetzt. Ich mache jetzt hier ein Beispiel. Ich drücke jetzt hier auf Reset. Mache jetzt dreimal Modus High. 1, 2, 3. Und der Zähler wird dann gleich zurückgesetzt. Ja, jetzt ist er wieder auf 0, dann müssen Sie es wieder von vorne machen. Jetzt kommen wir zum Tuning-Modus. Den Tuning-Modus können Sie lassen, wie es ist. Das spielt beim Yamaha gar keine Rolle. Sie können jetzt eingeben, wie die Geschwindigkeit intern manipuliert wird durch den Tuning-Chip. Also entweder können Sie teilen oder die Geschwindigkeit einfrieren bei 20 km/h. Also wenn die Geschwindigkeit 20 überschreitet, dann bleibt es bei 20 und bei Teilen wird dann durch diesen Wert hier oben geteilt. Also wenn Sie auf maximal 50 km/h stellen, dann wird die Geschwindigkeit durch 2 intern geteilt. Das sehen Sie hier im Display oder auch in der App nicht. Das sehen Sie dann nur, das dann nur intern. Dann hier Raddurchmesser von 18,7 bis 31,2 Zoll. Dann hier E-Bike Display Einstellungen. Hier können Sie die Originalwerte des Steuergeräts des E-Bikes einsehen, die es an das Display sendet. Es ist ja so, dass das Modul, das steht zwischen dem Display und dem Steuergerät, empfängt Daten, manipuliert sie und sendet sie weiter.
Und wenn Sie jetzt die Originaldaten des Steuergeräts sehen wollen, dann drücken Sie einfach hier auf Aus. Und Sie sehen, da ändert sich der Gesamtkilometerstand. Der ODO ist jetzt 56, das ist der originale Kilometerstand des Motors. Jetzt drücke ich hier wieder auf Ein und dann ändert es sich bereits. Wenn Sie jetzt hier auf Aus drücken, dann sehen Sie auch, dass sich der, wie die Geschwindigkeit dann auch geteilt wird. Also ich mache jetzt hier mal das Tuning an. Und dann sollte bei 20 km/h die Geschwindigkeit durch 2 geteilt werden. Also jetzt hier oben links sehen Sie in der App die richtige Geschwindigkeit. Und jetzt wird es hier geteilt im E-Bike Display. Wenn ich jetzt hier zeige echte Werte eingebe, dann wird es hier die echte Geschwindigkeit auch im Display angezeigt. Kommen wir jetzt zum E-Bike Display Offset. Es ist so, wir haben uns überlegt, viele Leute wollen gar nicht so schnell fahren, also sie wollen jetzt nicht 50 km/h fahren. Die wollen vielleicht 5, 6, 7 km/h schneller fahren. Und da gibt es jetzt dieses E-Bike Display Offset. Damit wird nur die Geschwindigkeit im E-Bike Display manipuliert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel statt 25 will ich jetzt 30 fahren. Oder nochmal 30. Dann mache ich jetzt minus 5 km/h. Und dann zeigt er mir hier weniger an. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf maximale Geschwindigkeit 30 stelle, dann wird der Schub, also die Unterstützung, wird dann bei 25 im E-Bike-Display aufhören. Also sehen jetzt hier, ich fahre jetzt hier 30 und hier wird 25 angezeigt. Das heißt, derjenige, der nicht weiß, dass ein Tuning-Chip drin ist, fährt, wird bis 30 unterstützt, steht aber hier nur 25. Das heißt, er hat eigentlich keine Ahnung, dass da was drin ist und dass er schneller fährt als angegeben. Wir können den Maximalwert hier auf minus 15 stellen. Das heißt, wir könnten dann theoretisch 40 fahren und hier würde 25 stehen. Aber das macht ja keinen Sinn, weil man das ja dann sofort merkt. Wenn Sie das jetzt zum Beispiel so eingestellt haben, dann können Sie auch das Modul unsichtbar schalten und keiner kann sich verbinden, nicht mal Sie. Und also Sie schon durch eine Tastenkombination natürlich oder auch gar keine Kombination. Kommen wir zur Sichtbarkeit. Das ist der Wert in Sekunden, den Sie einstellen können, also zwischen 0 Sekunden, 240 und permanent. Und diese Sekundenanzahl gibt an, wie lange Sie das Modul nach dem Start des E-Bikes sehen, beziehungsweise wenn Sie sich mit der App vom Modul getrennt haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Sekunden eingebe, oder 6 Sekunden, dann schalte ich das aus, das E-Bike, gehe hier auf zurück, und dann schalte ich das hier an, und dann nach 6 Sekunden verschwindet es wieder und ich kann mich nicht mehr verbinden. Das heißt, wenn ich mich jetzt wieder verbinden will, dann muss ich das E-Bike neu starten und dann schnell genug tippen, damit es sich verbindet. Ich kann jetzt hier die Sichtbarkeit auch auf 0 stellen und dann gilt diese Kombination. Also jetzt habe ich eine Kombination 6 mal Licht. Dann kann ich das Modul wieder sichtbar schalten. Also ich mache jetzt wieder aus, gehe hier auf zurück, mache an und ich sehe das Modul gar nicht, weil ich auf 0 Sekunden gestellt habe. Dann drücke ich 6 mal die Lichttaste und dann ist es wieder sichtbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kann ich mich verbinden. Und wenn ich dann die Verbindung trenne, dann ist das Modul wieder unsichtbar. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie verbinden wollen, müssen Sie es eingeben. Diese Kombination. Und diese Kombination können Sie jetzt hier genauso wie bei der Tuning-Aktivierung hochsetzen. Auf maximal alles auf 10. Und dann können Sie das hier auch testen. 1, 2, 3,
4, das wird ja auch der Zähler angezeigt. 3, 4, oder hier Licht. Und der Zähler wird dann auch zurückgesetzt, wenn man jetzt 5 Sekunden wartet. Wenn Sie jetzt hier auf Reset drücken, dann steht hier Licht 6 und hier Zähler 0. Und hier können Sie jetzt auf 0 setzen. Wenn Sie jetzt hier alles auf 0 haben und die Sichtbarkeit auf 0, dann passiert Folgendes: Sie können sich dann gar nicht mehr mit dem Modul verbinden. Das heißt, Sie können es gar nicht mehr sichtbar stellen und dann müssen Sie am Modul den Stecker, den Reset-Stecker benutzen, um das Modul wieder sichtbar zu machen. Das heißt, Sie können sozusagen das Modul komplett, das Bluetooth töten, sodass sich keiner mehr damit verbinden kann. Wenn Sie sich dann verbinden wollen, müssen Sie den Motor aufmachen und dann mit dem Stecker, speziellen Reset-Stecker, dann resetten, wobei dann wirklich alles resettet wird, Gesamtkilometerstand, Zyklen und alles, was Sie hier eingegeben haben. Dann ist das Modul wieder auf Werkszustand. Deswegen mache ich hier lieber auf Reset, weil ich will das Modul noch sichtbar haben. Dann hier zum Pin. Den Pin kann ich, ist sechsstellig und den kann ich hier setzen. Sowas zum Beispiel. Wenn ich jetzt was Fünfstelliges einsetze, eintippe, dann ist eine 0 davor und die 0 muss ich auf jeden Fall eingeben. Beim nächsten Mal, wenn ich mich zum Beispiel entkoppel oder ein anderes Smartphone benutze. Sie können hier zum Beispiel auch nur eine 1 eingeben. Dann sehen Sie 5-mal die 0 und dann einmal die 1. Es ist immer ein sechsstelliger Pin, kein vierstelliger Pin. Dann setze ich mal den wieder auf 0. Dann habe ich hier noch den Modulnamen, den kann ich eingeben, da kann ich eingeben, was ich will, zum Beispiel Samsung. Darf maximal 9-stellig sein und dann sehen Sie hier oben auch Samsung.